gerade ganz gut erkennen lässt, sind wir heute am Forellenteich und angeln mit Mini-Blinkern, sogenannten Spoons, auf Forellen. Die Angelegenheit ist für mich eigentlich so recht neu. Gerade was so das Gerät, die Stärke und die Gewichte und alles betrifft. Darauf kommen wir wahrscheinlich später ganz bestimmt noch zurück. Jetzt versuchen wir erstmal noch ein paar Forellen zu fangen. Sozusagen die Inspiration zu dieser Sache ist der Kevin. Da steht er. Hallo. Wir haben uns über Ecken irgendwie gekannt. Irgendwann war er mal bei mir und sagte, hier, guck mal, weißt du, was ich eigentlich mache? Ich designe kleine Blinker und weißt du auch, dass man damit super am Forellenteich angeln kann? Und so ist dann die ganze Sache dann letztendlich zustande gekommen. Aus der Idee heraus, Köder zu kreieren und zu designen, gibt natürlich vielzählige Köderarten. Im Wildwasserbereich waren halt bei mir am Anfang die Rapfenköder, dann über Raubfischwobbler und dann jetzt letztendlich hier am Forellensee die Spoons zu designen. Und wie man sieht, sie fangen. Interessant ist so bei dieser Angelei, wenn der Biss kommt, wurde mir hier beigebracht, nicht anhauen, sondern einfach weiterkurbeln und dann hängen die sich selber ein. Manchmal geht das so tak, 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 merkt man das Ganze. Ein Fisch. Eine sogenannte Goldforelle. Auf meine Lieblingsfarbe gefahren. Da ist sie. Hier sieht man das ganz schön sicher im Maulwinkel gehakt. Die wäre hängen geblieben. Ohne Wiederhaken ist auch das Abhaken voll einfach. Das sind die sogenannten Pfannfuckhaken. Petri, der Nachbar drillt wieder. Rattenscharf, wenn da einmal ein Fisch dran kommt, der bleibt kleben. Das ist Wahnsinn. Woran ich mich hier wirklich gewöhnen musste, ist dieses langsame Kurbeln. Normalerweise ist man immer in dem Takt, aber nee, das ist mega langsam. Man hat das vielleicht gerade gesehen, woran ich mich hier echt gewöhnen muss bei dieser Angelei ist dieses mega langsame Kurbeln. Normal ist man ja so als Forellenfischer vom Bachfluss und echt schon ein zügigeres Tempo gewohnt, aber dann rappel, rappel und da hängt der Fisch. Und dann ist bei dieser Geschichte auch immer entscheidend wichtig oder mal auf alle Fälle nicht verkehrt, hin und wieder die Farben zu wechseln, weil man steht an einem Ort, letztendlich, hören sowas, leiert immer den Blinker dadurch und irgendwann haben die Fische da auch kein Interesse mehr dran, wenn die den 3-4 Mal gesehen haben. Aber wenn man da mal eine andere Form, eine andere Farbe nimmt, dafür gibt es eine genügend große Auswahl unter den Blechen, zack, kommen wieder die Bisse. Hat man eben ganz gut gesehen. Ich hatte gewechselt und dann war es der zweite Wurf, da kam dann der Biss. Und letztendlich ist das ja auch wieder so eine schöne Spielerei. Dann hat man die Farbe, die Farbe, die Farbe. Und das macht die ganze Angelegenheit dann auch noch ein bisschen kurzweiliger, als immer monoton das eine durchzufischen. Ich persönlich finde ja daran super, dass ich keinen Teig kneten muss. Kein Schmier an den Fingern und kein Glitzer abends in den Augen. Das ist voll mein Ding. Also mit den Blinkern am Teich. Und letztendlich, wenn man mal genau hinguckt, trällern die genau wie gut geformter Forellenteig. Ich glaube, darum geht es auch bei der ganzen Geschichte. Der Nachteil ist natürlich, man kann die Rute nicht einfach mal ablegen und die fängt dann trotzdem, wie mit Teig,
sondern man muss die ganze Zeit dranbleiben. Ich habe jetzt hier eine Rute mit einem Wurfgewicht von 0,8, glaube ich, bis 4,5 Gramm. Und cool ist an der Sache, die biegt sich halt durch, aber dann ist auch Schluss, ne? Dann kann man damit auch verhältnismäßig gut gegenhalten. Also, dass das irgendwie für so eine Teichangelei zu fimschig ist, auf keinen Fall. Ja, die sieht hübsch aus. Ich finde es jetzt mal so interessant, nachdem ich hier einen halben Tag geangelt habe und jetzt die Rute in der Hand habe, wo ich bis jetzt immer dachte, das wäre meine Ultraleichtrute. Da ist das hier voll der Zanderprügel für irgendwas. Und die hat ein Wurfgewicht von 2 bis 8 Gramm. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt habe, auch die Schnur so anfasse, ist das voll das schwere Gerät gegenüber diesem Teil. Du hattest mich ja hier mal mitgenommen zum Forellenblinkern und da bin ich mit der nämlich angerückt. Alle haben mich ausgelacht. Ja, ist ultra leicht am Forellensee, ist halt doch eine Spur, ja, filigraner, wie viele vermuten mögen. Ne? Ja, und aber wenn man das jetzt so liest, ne? Wurfgewicht hat das Teil exakt 0,8 bis 4,5 Gramm. Habe ich ja eben auch schon mal gesagt während dem Drill. Das ist recht fein und filigran, aber wenn die Rute mal irgendwann so einen gewissen Grad der Krümmung erreicht hat, kann man auch super gegenhalten. Die Rute, die federt halt durch ihre voll parabolische Aktion die heftigen Bisse der Forellen auch teilweise richtig gut ab. Und somit ist das halt mit dem Drill dann auch Spaßfaktor zum einen und zum anderen recht schnelle Ermüdung vom Fisch halt. Ne? Die Schnurfrage, mit was für Kalibern fischst du so? Also mein Favorit ist allein wegen der Wurfweite hinzukriegen, ist halt die 003er. Was hat die für einen Trag? Die Tragkraft liegt hier bei 1,9 Kilo. Ich habe mich im Vorfeld mal ein bisschen schlau gemacht, was hin und her telefoniert. Ich habe jetzt die Stroft R mit einer Tragkraft von 3,5 Kilo drauf. Alle, die ich dir gezeigt habe, die waren davon, die sagten, wow, die ist dünn genug. Also ich persönlich würde nicht unter 3 Kilo gehen, weil ich glaube, wenn man noch in die feineren Bereiche geht, jetzt so ich als Anfänger an so einem Teich, besteht die Gefahr von Windknoten. Die hatte ich gar nicht heute beim Werfen. Also ich hatte niemals ein Gedrabbel auf der Schnur. Und wurfweitentechnisch fand ich, habe ich niemandem hinterhergestanden. Und als Vorfach hattest du heute gesagt, nimmst du einen 16er? Ich nehme nur 16er, ja. Fluorcarbon. Ich hatte heute einen 18er drauf. Ich denke mal, das ist ja so gängige Schnurstärke, die ja fast alle nehmen, wenn sie auch mit Teig und so fischen. Ja, ja, genau. Hat sich heute auch nichts genommen halt. Ne? Wir haben ja relativ gleich viel gefangen, gleich weit geworfen. Ja. Und da sind wir gerade, apropos Teig, das ist ja der perfekte Einstieg. Was ich ja super toll an der Sache finde, hier. Das ist die Ausrüstung, die ich heute mit mir mitgeschleppt habe. Das war die Köderbox, Einhänger, eine Spule mit Vorfach, fertig. Ab in die Tasche, auf zum Teich, paar Fische fangen. Ist recht überschaubar und du bleibst sauber dabei, ne? Ja, man hat keine 20 Gläser dabei. Und kein riesen Geschirrwagen, keine 20 Ruten, nicht viel Ausrüstung. Macht das auch dann im Preissegment halt auch relativ attraktiv, dieses Ultraleichtfischen. Ja. Wobei man jetzt ja auch nicht, wollen wir auch nicht hingehen und sagen, das ist das Ultimative. Die Leute, die hier mit Teig geangelt haben, würde ich mal sagen, die haben genauso viel gefangen wie wir. Ja, ja, das ist definitiv. Aber wer das so, allein schon, ich bin unfähig, konsequent, auch gerade wenn ich nasse, kalte Finger habe, diesen Teig zu formen, da stehe ich voll auf sowas. Ja, definitiv, das ist wohl wahr. Ne? Ja, für einen erfolgreichen Angeltag am Forellensee brauchen wir im Grunde nicht viel. Hatten wir schon über das Tackle gesprochen. Jetzt zu den Spoon-Designs. Ich habe mir Gedanken gemacht und wie heute haben wir jetzt schönes, sonniges Wetter. Dann ist natürlich so ein Spoon wie dieser hier natürlich sehr fängig, weil klares Wasser, man kann den in verschiedenen Wasserschichten führen und der geht eigentlich immer bei so Witterungsverhältnissen wie heute.
Dann haben wir hier dieses Modell in Pink, Blau und Weiß. Rückseite ist dann weiß. Das hat einen Reflexionshintergrund. Der Spoon, der wibbelt so ein bisschen. Also der flankt halt hin und her. Das übt halt den Weißreflex halt aus. Man hat hinten, man sieht das hier weiß. Und vorne Blau, Pink und Weiß. Das ist halt ein richtig schöner Kontrast. Und da stehen die Forellen als Augenräuber logischerweise dann super drauf. Ne? Ja, für noch trüberes Wasser habe ich mir Gedanken gemacht, mit Rot auch eher was zu arbeiten. Das sind natürlich auch alles UV-Farben. Haben wir hier Rot, Gelb, Grün, Gold gemischt. Rückseite einfach nur schwarz. Ne? Durch diese Flankbewegung löst das halt diesen Beißreflex bei den Forellen halt aus. Das ist halt echt was auch für trübere und dunklere Wetterverhältnisse. Und ja, die verschiedenen Modelle kann man auch in verschiedenen Wassertiefen fischen. Das ist jetzt halt eher so ein Modell, den man halt auch gerne mal twitchen kann. Das heißt, mit leichten Rutenschlägen zum Ausbruch bringt. Das wiederum spricht die Forelle auch sehr gut an, gerade im Oberflächenbereich. Das ist hier so ein normaler Mittelläufer. Den kann man eigentlich auf allen Wassertiefen fischen. Bis auf 2 Meter runter ist halt alles gar kein Problem. Und dieses Modell hier, das habe ich bewusst wirklich nur mit einem Punkt lackiert. Man kennt halt vom Zanderangeln diese Beißpunkte, diese Bissreflexpunkte, habe ich hier auf die Rückseite nach oben reflektiert, dass wenn er läuft, verspringt der Punkt immer hin und her. Und das ist für die Forellen manchmal echt ein Reiz und ausschlaggebend, dass die halt zupacken. Und ich behaupte jetzt ganz einfach, dass man mit diesen 4 Spoon-Sorten, wie wir sie auch heute hier gefischt haben und eigentlich auf jedes Modell gut gefangen haben, das sind so die groben Designs und die groben Formen, die man eigentlich so für einen erfolgreichen Angeltag am Forellensee braucht. Wie sieht's aus, Kevin? Ich würde sagen, die Hauptbeißzeit ist vorbei, ne? Ja, das würde ich jetzt auch so sagen. Räuchertonne ist gefüllt. Definitiv. Wie sieht's aus? Magst du mir nochmal die Heimat der kleinen Blinkerchen zeigen? Ja, können wir machen. Ja? Das auch in deine Werkstatt? Machen wir. Okay. Alles klar. Von der Viehbucher Mühle in die Werkstatt. Jetzt wollte ich euch mal gerade einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gewähren, wie man so einen Spoon letztendlich dann macht. Vom fertigen Rohling bis zum fertigen Spoon. Der geschliffene Spoon wird jetzt zunächst grundiert. Das ist dann die Haftbrücke für die nachfolgenden Farben. Im nächsten Schritt lege ich die Grundfarbe, in dem Fall Gelb, fest. Da der Spoon mehrfarbig wird, setze ich das jetzt im Teil mit Grün ab. Dann kommt, wie wir alle wissen, Forellen sind Reflexions- und Punkträuber, kommt ein kleines Detail, in dem Fall der goldene Punkt, an den Spoon. Jetzt arbeite ich unter dem Rot über die anderen Farben mit Weiß, damit das Rot richtig zur Geltung kommt. Im letzten Teil von der Vorderseite kommt jetzt der rote Keil rein. Nun sind wir an der Rückseite und das ist dann ganz einfach, ja, reflexionsartig ist dann immer ein dunklen Kontrast zum hellen Vordergrund. Das ist dann hier in dem Fall schwarz. Und damit der Fisch dann letztendlich auch an dem Köder hängen bleibt, muss man den ja natürlich mit einem Haken bestücken. Und dazu braucht man halt Splittringe, in meinem Fall namhaft von Rosco. Und die Haken kommen dann hier von der Firma Yari. Das sind ultrascharfe Japan-Haken. Und wie der fertig gebaut wird, zeige ich euch dann jetzt.